NDR MV live. Hey zusammen und ganz herzlich willkommen zu NDR MV live hier aus Neustadt, Glewe. Wir sind auf dem Festivalgelände vom Airbeat One Festival und ihr könnt das hinter mir auch schon sehen. Hier sind super viele Autos. 60.000 Leute, schätzen die Veranstalter, sind hier heute schon angereist. Ganz viele mit dem PKW. Trotzdem sagt die Polizei, es hat nicht wahnsinnig viele Staus gegeben. Viele sind auch mit dem Zug angereist und wollen hier vor allem die Musik in den nächsten Tagen genießen. Hier sind verschiedene Bühnen aufgebaut, vor allem Elektromusik gibt es jede Menge. Tiesto tritt auf, Scooter tritt auf, viele andere sind auch mit dabei. Und die große Bühne, die wird morgen um 16 Uhr enthüllt, da sind wir natürlich dann auch mit dabei. Heute ist jetzt erstmal die große Anreise. Hier, wo wir jetzt stehen, werden heute ganz viele auch übernachten. Und ich will euch einmal mitnehmen und euch das einmal zeigen. Denn ihr könnt das hier auch sehen. Viele haben sich auch Vans mitgebracht und schlafen hier auch. Und wir gucken mal, ob wir diejenigen finden, denen dieser Van hier gehört. Das ist nämlich die Gruppe, die hier vorne sitzt. Ich sag mal Hi zusammen. Hi. Wem von euch gehört denn der Van da vorne? Mir. Dir. Ja. So, und von wo bist du angereist? Von Kiel. Und wie ist die Stimmung bei euch? Super. Super, super, super. Wir haben uns schon die ganze Zeit gefreut auf das Festival. Die Sonne, die strahlt. Es ist einfach die beste Stimmung überhaupt. Seid ihr denn das erste Mal jetzt dieses Jahr hier? Ich war schon tatsächlich vor, keine Ahnung, 5 Jahren schon mal hier. Ist geil. Ist einfach geil. Und habt ihr ein Highlight, auf das ihr euch jetzt besonders freut, so in den nächsten Tagen? Also ehrlich gesagt, ja. Auf jeden Fall Scooter. Ich bin ein riesen Scooter-Fan. How much is a fish, ja? Ich kann es kaum erwarten, HP Baxter auf der Bühne zu sehen, wirklich. Und How much is a fish ist ja auch ein super Motto für Norddeutschland. Jetzt ist ja... Das war witzig. Jetzt ist Vive la France das Motto. Habt ihr schon einen Blick auf die Mainstage erhaschen können? Nee, wir sind tatsächlich eigentlich im VIP-Camp und da sind wir genau dahinter. Also wir sind schon gespannt, wie es aussieht nachher. Ja, es ist auch noch streng geheim. Erst morgen um 16 Uhr wird das enthüllt. So, was habt ihr heute Abend hier noch geplant? Und einfach ein bisschen Zeit mit uns Freunden verbringen, ein bisschen Bierpong spielen, den einen oder anderen trichtern. Ja, Trichter ist und, ganz wichtig. Ja, einfach die Zeit genießen, ein bisschen mal von der Arbeit entspannen, einfach nur Gas geben und chillen. Enjoy, da vorne. Enjoy, das ist ganz wichtig. Darf ich das noch sagen? Ich möchte unbedingt Udo Jürgens hören. Auch wenn es überhaupt nicht in dieses Genre passt von diesem Airbeat. Aber ich habe Udo Jürgens hier irgendwie schon gehört. Lief der bei euch? Das waren wir. Ja, schuldig. Auf jeden Fall. Ich finde, zu jedem guten Techno-Festival gehört auch immer ein Stück weit Udo Jürgens. Ja, ist doch ein cooles Motto. Enjoy Party ist heute Abend. Wir melden uns live im Nordmagazin dann zur Enjoy Party. Insofern, da seid ihr herzlich eingeladen, auch mit dabei zu sein. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis später.